So, du bist mit deinem Training gleich durch. Genau, Story Quest, okay. Wir hätten gerne ein neues Spiel. Und zwar Live Simulator. Das falsche Leben. Medium für jedermann. Plattform. Wollen wir da was Neues ausprobieren? Obwohl Simulatoren ist PC echt besser. Ja, komm, PC. So. Das falsche Leben, Medium für jedermann. Weiter. Ah, stopp. Wir wollten was machen mit Story und Quest. Nicht so einen komischen Dinger da. Ein Lebensadventure. Okay. Das klingt interessant. Wollen wir gleich ein Adventure-RPG draus machen? Hier kriegen wir bestimmt keinen Kombinationsbonus wieder. Nö, ist okay. So, 3D-Grafik starten. So, wir hätten gerne ganz viel Story- und Quest-Zeug. Branching Story. Okay, so. Story und Quest muss hoch. Das sollte auch schon so bleiben. Engine könnte ein bisschen runter. Also zum Beispiel Video-Playback ist ja eigentlich eher für Action- oder Rennsimulation vielleicht wichtig, aber nicht hierfür. Also kann das weiter runter. So, 100%, 95%, 100%, 100, 100, 97, das ist okay. So, ist jeder auf dem richtigen Ding? Unser Story- und Quest-Mensch ist auf Story- und Quest. Warum ist da 40%? Achso, weil er 40% ausgelastet ist, okay. Unser Techniker ist auf Engine, unser Anti-Gerogon ist auf allem anderen. Jo, sehr gut. Nein, er wird müde. Das ist sehr schlechtes Timing. Hype baut sich auf. Punkte poppen ganz gut. Stage 2. Dialoge müssen höher. Dialog-Tree muss an. Minigames können mit rein. Aber ansonsten ist das Level-Design nicht ganz so wichtig. So. 88 ist vertretbar. Okay. Boost an, Boost an. Sonst hält das nicht. Also wenn wir jetzt erst in Phase 3 anfangen würden, dann ist noch was N am Ende übrig. So ist es, glaube ich, ganz okay. Okay. Anti-Gerogon ist überladen. Muss aber auch sein, oder sie, wegen der Grafik-Engine. So. Surround Sound. Oh, Virtual Economy brauchen wir nicht. Reichhaltige Hintergrundgeschichte, Open World könnte interessanter sein. Grafik und Sound. Nö, geht nicht besser. Okay. So, und da die Zielgruppe noch da ist, versuche ich mal, sobald die Bugs weg sind, sofort auf Release zu drücken. Also nicht noch Punkte hinzuzupushen. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass es gleich weg ist. So, Bugs weg, Bugs weg. Komm schon. Gib mir noch eine Minute. Und die Mbox 360 ist bald weg vom Fenster. Komm. Bugs weg. 17 Bugs, noch viel zu viel. Strong Audience ist da. Bugs sind weg. Haha, endlich mal erwischt das Ding. So, neuer Rekord, neues Topic, neue Combo. Super Combo. Und Trend Match. Noch mehr Erfahrungspunkte. Auch wenn die Erfahrungspunkte inzwischen ziemlich langsam voranschreiten. Da sind wir auch schon Level 7. Gehaltserhöhung rückt immer näher. So, du. Das PlaySystem 4. Besser als die 3. Ja. Send on Vacation. Das falsche Leben. Kritiken sind da. Sehr viele Szenen. Jo. Und noch eine 10. Komm schon, ich will nicht mal einen 10er-Titel haben. Da ist zu viel anderes Ramsch dabei. Aber sehr, sehr schön. 9,75, das ist sauber. Training. Haben wir irgendwas? Achso, du kannst nichts anderes jetzt mehr. Ist okay.
Trainier trotzdem mal Speed. Und du research mal bitte ein neues Topic. Transport-Tycoon. Fällt mir da gerade ein bei dem Namen. Ah, okay. Start Research. So, Zahlen. Goldstatus am ersten Tag. Rang 2. 8 Millionen Einnahmen. Mehr als beim ersten Mal. Wow. Wow, okay. 14 Millionen. So, G3 kommt und wir haben gerade unseren Boost verballert. Das heißt definitiv kein Large Boost. Weil unser Bonus wird dann nur auf 1,5 oder so sein. Aber ein Medium können wir uns leisten. Ist ja nur 500.000. Ist ja Peanuts. Tschüss. So. Du bist fertig. Du bist noch am Trainieren. Du bist noch lange am Trainieren. Jo, schaffen wir auf keinen Fall zur G3. Jo. Immer noch Rang 2. Dann machen wir halt noch mehr Werbung für das falsche Leben. Dann hält sich das vielleicht noch eine Weile so weit oben. Das wäre auch okay. Stopp. Oh, wir können doch noch ein Spiel erstellen. Neues Spiel. Topic. Transport. Simulator. Transport Tycoon. Medium. Für jedermann. Für einen PC. Da. So. Das war aber messerscharfe. Müsste gleich G3 aufploppen. Genau. Und da ist Transport Tycoon. Auch wenn wir noch nicht mal irgendwelche grundlegenden Sachen programmiert haben. Es ist schon mal da für den Hype. Das ist gut. Und das falsche Leben wird auch noch gepromoted? Nein, promoted. 574.000. Ja, kein Top 100. Ja. Wenn wir mehr Geld ausgegeben hätten, wären wir bestimmt wieder auf 80 rumgelandet. So, also, das Ganze muss wieder genau umgekehrt. Branching Story kann raus. Cutscenes können drin bleiben. Engine hätten wir gerne. Online Play. Oh. Online Play raus. Basic Physics hätten wir gerne. So. Gameplay. Kann runter. Charakterprogression ist nicht ganz so wichtig. So. Ja. Multiplayer. Multipass. Ja, sie weiß, dass du einen Multipass hast. 95% ist vollkommen okay. Jo. Hype baut sich schön schnell auf. Hat 5 Millionen verkauft. 5 Millionen mal das falsche Leben. Das falsche Leben ist echt super. Viel besser als das richtige. PlayStation 4 ist draußen. Okay. Sind inzwischen bei 215.000 Fans. Und ich will endlich ein neues Büro haben oder größere Spiele produzieren können. Ich will die beiden anderen Stühle noch füllen. Also, Dialoge können runter. Dialog-Tree kann raus. Obwohl. Der kann raus. Level-Design. Dynamische Umgebung. So. So, AI Companions können raus. So, 80%. Level Data kann raus. 87%. Das ist vertretbar, denke ich. Okay. Hype baut sich auf, wenn auch nicht so sehr wie bei dem großen Boost, aber das passt schon. Falsche Leben verkauft sich immer noch. Ich habe schon so oft drüber gemault, aber ich werde es jetzt wieder machen. Copyright für das Ding wäre echt genial. So. Grafik ist okay. Open World ist sehr gut für Transportsimulator. Rich Backstory kann weg. Virtual Economy sollte dafür auf jeden Fall rein. Also World Design muss eigentlich höher. Mach mal Stereo Sound. So. Okay. Wir brauchen unbedingt noch ihn in irgendwas anderem.
Also, dass er für Adventure und RPGs sehr gut ist, wegen Story Quests, und dass er für irgendwas anderes, halt Technisches, da ist. Weil das Ding wird nicht unbedingt davon profitiert haben, dass er gut in Story und Quests ist. So, Bugs weg, halb im Auge behalten, und es hat 72,5 Millionen gebracht, das falsche Leben. Geil. So, Bugs raus. Wir haben keinen Booster benutzt, fällt mir gerade auf, aber hey, fürs nächste Spiel. Kommt noch was? Ja, kommt noch ein bisschen was. So. Transport-Tycoon ist raus. Neues Topic, neue Combo. Großartige Combo. Jo, finde ich auch. Transportsimulatoren sind toll. Also nicht unbedingt das mit dem Laster fahren, das fand ich nicht so unterhaltsam. Aber allgemein so eine Transportunternehmen kontrollieren, das klingt sehr interessant. Und Gehaltserhöhung. Zack. Ein Spiel rausgebracht in den 5 wichtigsten Genres. Okay. Reaktive Quests. Oh, das klingt sehr toll. Also Quests, die auf irgendwas reagieren. Also wahrscheinlich auf das Verhalten des Spielers. Ja, du machst Urlaub. Du guckst, ob du irgendwas Tolles erforschen kannst. Engine oder AI. Oder beides später. Nee, geht ja nicht. Aber ich denke mal, Engine ist sehr wichtig. Starttraining. Und du trainierst. Könntest auch mal Pixel Cup und danach Code Jam machen, damit du in beidem so ein bisschen besser wirst. So. Transport Tycoon. Das sieht nicht gut aus. Ja. Durchschnitt, unterer Durchschnitt. Ja, definitiv unterer Durchschnitt. Meh. Aber ja, wir könnten jetzt bis zum Ende des Spiels gar nichts mehr produzieren und wir hätten noch genug Geld. Also passt das schon. Close. So, du erholst dich, du trainierst. Willst du alleine einen Contract machen? Gucken wir mal. In 3 Wochen ist viel zu schnell. 5 Wochen, 6 Wochen. Das hier könnt ihr schaffen, oder? Ja, und wenn nicht, dann zahlen wir halt ein bisschen Strafe. Wenigstens hat er was zu tun und kriegt Research-Punkte. PS3 wird vom Markt genommen in 3 Monaten. Ja, schön. Na, schaffst du das? Ja, das schaffst du. Transport-Tycoon läuft ganz okay. Wir kriegen trotzdem Fans dazu und das ist das Wichtigste. Nur keine Fans verlieren. Das ist nicht so schön. So, Contract ist fertig. Du bist auch fertig. Und Booster ist voll und überhaupt. Und in 5 Monaten ist die G3. Ich finde es doof, dass wir keine neue Grafik-Engine bekommen. Weil wir können jetzt keine Sequels machen, dann meckern die wieder alle. Aber gut, neues Spiel. Neues Topic. Wir haben alle schon, oder? Hat wegen was davon übersprungen. Romance hatten wir nicht übersprungen, das weiß ich noch. Das war ein Flop. Wir hatten irgendwas von den Tanzsachen übersprungen, also Musik oder Rhythm oder was auch immer. Aber das war auch ganz gut so, weil das andere war auch ein Riesenflop. Warte mal. Du, Research, neues Topic. Wild West. Okay. Start Research. Du, Research Topic. Airplane Simulator. Goldstatus für Transport Tycoon. Und du, Research New Topic. Prison. Oh, Prison Architect. Das wollte ich auch noch irgendwann haben. Zack. So. Haben wir noch ein bisschen mehr Zeit bis zur G3 und können gucken, ob einer von denen Müdigkeitserscheinungen zeigt. Also nicht Kopfkratzerscheinungen, das kennen wir ja schon. Wild West. Oh, und mir fällt gerade auf, ich sollte mal ganz kurz speichern. Wir sehen uns gleich wieder.